待て、二人とも戦いをやめるのだ。お父様、なぜここへ。こんなことになっているのではないかと来てみれば。砲台。二人は傷つけ合ってはならぬ。下がっておれ、グエンドリン。そしてこれからの話に口を挟むでないぞ。ベルベット、一段と面差しが母に似てきたではないか。我が娘よ、なぜ私の邪魔をする。娘などと呼ばれたくありません。私が何も知らないとお思いですか。バレンタインとラグナ・ネイブル、二国の戦いの最中、あなたは王女であった母に身分を偽って近づき、歓迎で惑わした。そして母が身ごもると見捨てて逃げたのです。母は敵の子を産んだために父王の怒りを買い処刑されたのだ。あなたのその手で殺したも同じこと。それは違う、娘よ。わしらはお互いに何者か知らなかったのだ。逃げたのではない、引き裂かれたのだ。わしは本当に王女を愛していた。お父様、そのことを。母を愛していたというのなら、そこにいる娘は何なのです。あなたなど父とは思いませんし、望みを叶える気もありません。これはこれは、王を追ってきてみればとんだ修羅場。かつての敵国の女とそのようなことが。ブリガン公、突然滅んだとはいえ、バレンタインは我らが旧敵。血で血を洗う戦いの最中に王が敵の王女と通じ、ここまで儲けていたとは。いやいや、国民もさぞ混乱するであろう。だがわしは王の忠臣、口が裂けても他言はするまい。だが例の釜の話はそれとは別だ。さあ一緒に来てもらおう、魔女殿。力ずくでも釜は動かしてもらうぞ。Willkommen zurück zu Odins 4. Und ja, die Story geht noch weiter. Mahoro, do ya te tometa no ka? Kagi to naru mono ga aru hazu ja. Majo yo, inochi ga oshiku wa hanasu ga yoi. Shitta tokoro de, sonata tachi ni wa dou surukoto mo dekimasen. Korodoron wo seigyo dekiru no wa Titoren という名の指輪。指輪は今竜のもとにあります。誰もがその名に震え上がる恐ろしい竜、ワーグナーの腹の中に。なんということじゃ。よりによってワーグナーとは。王よ、我が国にこれほどの仇を成した女をどうされる。コルドロンの魔力が使えねば、いずれ来たる最後の戦いはかつての悲壮なバレンタインとの戦いの再現になろう。兵や民に何と説明されるのだ。分かっておる。こやつの血を竜に捧げ、指輪を取り戻すのだ。魔女を生贄にする王命を。血で皆の憤りを抑えよう。おや、王は浮かない顔だ。何か魔女をかばわねばならないわけでもあるのかね。かつて我らを苦しめた国の娘と我が王の間に何か。ブリガン、お主。王命は告げられた。その魔女は生贄とする。シェリー、ist das ein Mistkerl, Herr Leute? Nutzt die Sache eiskalt aus, um Odin zu erpressen. Ja, damit wird das zweite Kapitel beendet.
Wir starten direkt ins dritte durch. Velvet, die Hexe, soll geopfert werden. Ja. Ist das wirklich ihr Schicksal? Aber dass Odin seine uneheliche Tochter opfern muss. Für so ein, ja. Es ist einfach traurig. Kapitel 3. Was sagen die Schlossbewohner denn so dazu? Lass das mal unsere Sorge sein. Wir kümmern uns schon darum. Wenn ihr wüsstet, was es mit der Hexe wirklich auf sich hätte, ihr würdet Brigantera aufhalten, Leute, hä? Anstatt so zu reden. Alle bereiten sich auf Krieg vor. Wollen fühlen keiner. Aber trotzdem, irgendwas wird hier immer gekämpft. Ach ja, meine liebe Puka. Und du wüsstest. Gut, mein Bruder, was hast du denn schönes Angebot? Taschen, er hat endlich Taschen im Angebot. Winzige Tasche, die nur drei Gegenstände fasst. Nö. Fünf Plätze sind da doch wesentlich besser. Aber auch dementsprechend teuer. Machen wir mal so, ja. Her damit! Kleine Tasche. Und tada! Na gut. Jetzt können wir die hier benutzen. Und tada! Wir haben eine Tasche mehr. Ja. Da fällt mir ein, ich habe es euch noch gar nicht gezeigt. Es gibt hier noch das dieses Taschenmenü. Hier können wir auch Sachen umpositionieren. Also auch sortieren. Und es gibt noch dieses Menü, in dem wir unsere ganzen Statuswerte sehen. Unser Geld, was wir für nächstes Level abbrauchen, wie lange wir spielen, ja. Halt Rollenspiel typisch. Gut, dann mal auf zur Weltkarte. So. Bereits abgeschlossene Gebiete können erneut besucht werden, um Gegenstände und Geld zu erwerben. Ja, überall, wo wir jetzt solche Fahnen sehen, können wir erneut rein. Es gibt nur leider wenige Gebiete, wo das so ist. Also in die großen Städte oder aufs Kriegsfeld können wir nur selten zurück. Im Moment steht uns nur die Rückkehr in die Wälder offen. Die Story geht aber hier weiter. Beim Winterhornkamm. Otto-sama. Ano hito,
ベルベットという人は、お父様にとってそんなに特別なのですか？あの子は愛しかった王女に生き写しだ。また失うのか。グエンドリン下がれ。わしの苦しむ様を見るではない。 お母様や姉様は王のために尽くされたのに、あの言葉をいただいたことは一度だって。放っておけば彼女は処刑される。そうなればけれど、お父様はもっと苦しむわ。あの人が救われなければ、あなたを顧みもしない人のために、あの女を救い出そうというの。行けば反逆罪。この王城にはもういられない。それでも行くというの。 Oh ja. Damit ihr Vater nicht leiden muss, ist Gwendolyn bereit, das Gesetz ihres eigenen Landes zu brechen und Velvet zu retten. Oh ja, und hier sind wir nun am Midderhorn-Kamm. In einer wirklich richtig genialen Musik. Oh ja, ihr seht schon, hier gehen Elementargegner um, die uns einfrieren können. Ah, so. Oh, da drehe ich mich noch im falschen Moment um. Genau, zerspringt alle an mir. So ist auch gut. Naja, B. Geld, Geld, Geld. Und Alchemie, Gemisch, W. Ein äußerst wichtiger Trank, der Wärmetrank, verhindert Schaden durch extreme Kälte. Zutaten, Materie, Stufe 0 plus Rübli. Ja. Rübli kommen hauptsächlich hier vor, in den Bergen. Das heißt, ihr werdet hier so gut wie keine anderen Alraunen antreffen. Rübli, haben wir noch eine? Ich brauche viel Wärmetrank. Ja, sieht nicht danach aus. Ja, gut. Jedenfalls. Mixen wir doch mal sowas. Ich muss echt nur meine Taschen ordnen. Gut, Materie 0 plus Rübli gleich Wärmetrank. Denn hier ist es so, durch die extreme Kälte nehmen wir langsam automatisch Schaden. Es ist ähnlich wie Verbrennungen. Also wie mit Verbrennungen, nur halt ja, dass wir im eigentlichen Sinne erfrieren. Mit einem Wärmetrank wärmen wir uns auf und wir erleiden diesen zusätzlichen Schaden nicht mehr. Das sollte man am besten immer tun, wenn man ein neues Gebiet betritt. Oh, kleine Yetis, sind sie nicht süß. Ja, die Kleinen sind nicht süß. Wir haben was von Elfchen. Aber lasst mal die Daddy rauskommen. Die machen einen die Hölle heiß. Oh, Rang S. Sehr schön. Und wir bekommen Serie die Karte. Sehr schön. Blick riskieren. Hier ist ein Weg gestartet.
Jetzt schon ein bisschen größer hier, ja. Ein bisschen. Aber ja, Leute. War noch mit. Ich gehe jetzt noch in den nächsten Bereich. Beende den Part aber hier und ja. Weiter im nächsten Part.